kein Chancensignal, aber, und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markenflüster. Ja, was wir mit dem fehlenden Chancensignal meinen und vor allem auch mit dem Aber, das wollen wir gleich mal erklären, nachdem wir uns zunächst mal anschauen, was heute an den Märkten gespielt wurde, was heute wichtig war. Und da starten wir in China mit dem Geschäftsklimaindex. Wieder gefallen im Februar auf 50,2, damit nur noch ganz knapp über der wichtigen 50er-Marke, die ja die Grenze ist immer zwischen Expansion und Kontraktion. Wir kommen im Januar noch von 52,2, also weitere Abkühlung in China. Das hat heute Vormittag die Märkte nochmal belastet. Dann hatten wir Daten aus den USA. Und das fing heute Mittag schon schlecht an mit den MBA-Hypothekenanträgen. -16%, schlechtester Wert seit 14 Monaten. Aber noch schlechter, die Baubeginne. -16%. Erwartet waren hier 4,9% minus. Und das ist der schlechteste Wert seit circa 3 Jahren. Und da kamen gleich wieder die Wetterapologeten, die gesagt haben, ja, es ist Winter, es war schlechtes Wetter. Aber wenn man sich die Daten genau anschaut, dann sieht man eben im Nordosten, da wo der Winter wirklich stark ist, wo Schneestürme geherrscht haben, da sind die Werte sogar gestiegen, während im Westen, wo ja im Westen der USA, wo ja von Winter weit und breit nichts zu sehen ist, die Rückschläge ganz enorm waren, über 20% sogar der Rückgang. Also das Wetterargument, das kann nicht stimmen. Und das kann auch nicht stimmen bei den US-Baugenehmigungen, die um 5,4% gefallen sind, erwartet -1,1%. Wer eine Baugenehmigung einreicht, der braucht dazu nicht wirklich Sonnenschein. Auch wenn es ein bisschen schneit, kann man das eben durchaus mal tun. Also auch hier bei den Baugenehmigungen nicht wirklich das Argument. Aber die Märkte repetieren diese fast schwachsinnig zu nennende Argumentation immer wieder. Es stimmt einfach nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, aber scheinbar macht sich da kaum jemand die Mühe. Dann Erzeugerpreise heute plus 0,2% gestiegen, Kernrate 0,1%. Bill Gross, der Chef von PIMCO, hat heute getwittert und gesagt, ja, der Fokus der Fed wird sich verschieben von Arbeitsmarktprozentzahlen, also von der Arbeitslosenquote hin zu Inflationsdaten. Das ist eine durchaus interessante und wichtige Aussage, dass also für die Fed eben nicht mehr die Arbeitslosigkeit so entscheidend ist, sondern der Fokus sich mehr auf die Inflation richtet. Heute um 20 Uhr ja das Fed-Protokoll. Aber kommen wir nochmal zum Titel unseres Marktflüsters hier. Die Kollegen von 3markets.de haben uns exklusiv das Ergebnis einer Studie zur Verfügung gestellt. Sie haben nämlich 750 Aktien aus den USA vorwiegend, aber auch deutsche Aktien untersucht. Alles Aktien, die Schwergewichte sind, die eine große Marktkapitalisierung haben. Und sie kamen zum Ergebnis, von diesen 750 haben auf Tages-, Monats- und Wochenbasis lediglich 3 ein Shortsignal generiert. Und das ist extrem wenig. Die Stimmung ist also extrem gut. Und das ist für die Kollegen auch gleichzeitig ein Warnsignal, dass sie sagen, also solche einseitigen Sentiments, die sind durchaus kritisch zu sehen, aber noch gibt es eben überhaupt kein Short-Signal, das sei den Bären mal gesagt. Schauen wir uns mal an, was dann hier daraus folgt. Die Kollegen sind nämlich schon länger long jetzt im Dow Jones, seit 7. Februar. Einstieg war damals hier 15.670, jetzt sind wir ja deutlich über der 16.000er Marke und das ist eben die fundamentale Analyse, die zu solchen Ergebnissen führt, dass man dann eben sagt, okay, dann, wenn wir bei den Aktien nur Long-Signale entdecken, dann gehen wir eben auch long im Index. Deswegen sind die Leute von 3markets.de eben hier long seit 15.672 hier mit Bruch dieses ehemaligen Widerstands, jetzt wie gesagt deutlich über der 16.000er Marke. Ja, und zu solchen Resultaten kann man eben kommen und deswegen kann ich die Herrschaften nur empfehlen, das hat Hand und Fuß, was hier passiert. Zuletzt noch, bevor wir uns Charts anschauen, nochmal ein Hinweis in eigener Sache, finanzmarktwelt.de, kennen Sie ja die Live-Kommentare und die Hintergründe. Wir werden morgen und übermorgen pausieren, stellen die Webseite um auf ein anderes Format, also morgen keine Artikel, keine Live-Marktkommentare, dass Sie da Bescheid wissen. Am Montag geht es gleich weiter. Jetzt springen wir mal rein in die Charts, wollen mal gucken, was hier los ist und starten hier mit unserem Freund, dem DAX, der jetzt ein bisschen wieder runterkommt. 9.630. Wir sind gelaufen bis zur 9.700er Marke. Da ist dann die Kraft ausgegangen. Jetzt geht's retour. Heute Morgen waren wir kurz unter der 9.600er Marke. Wir schauen uns gleich mal an, warum. Aber erstmal nochmal ein Blick auf den Dow Jones. 16.104. Da auch jetzt der Sprung über die 16.200er Marke, kommen aber jetzt wieder ein Stück weit zurück. Der Euro-Dollar, der hält sich hier im Bereich 37,60, passiert nicht so wahnsinnig viel. Wir sind in einer ziemlich engen Range. Heute Morgen dann ein Rücksetzer, der dann wieder raufgekauft wird. Also nicht so wirklich spannend. Auch wenig Spannung beim Gold, 1.319. Das Silber kann sich hier auf sehr hohem Niveau halten bei 21,83. Und der Dollar-Yen kann die Gewinne oder die Verluste, die heute Vormittag entstanden waren, wieder kompensieren. Wir sind bei 102,
21. Ja, und wenn wir uns mal anschauen, was hat hier die Verunsicherung ausgelöst, dann waren es einerseits eben die politische Situation in der Ukraine, andererseits in Thailand, die dann die Schwellenländerwährungen wieder erfasst hat. Und hier sehen wir zum Beispiel den Dollar zum ungarischen Forint. Und wir sehen hier diesen starken Anstieg, der Dollar wird stärker, der Forint wird schwächer. Ähnliches hier zum Beispiel beim Euro zum Rubel. Die russische Währung heute auf einem Allzeittief zum russischen Rubel. Liegt auch daran, dass die Zentralbank in Russland die Währungsreserven aufbauen will, dafür andere Währungen kauft und den Rubel verkauft. Aber es passt eben in das Bild der Schwellenländer, dass Russland hier ein bisschen abgestraft wird. Ja, also das ist die Gesamtlage am Markt. Die Konjunktur läuft schlecht, die Daten sind grottig. Das wird entschuldigt mit dem Winter, die Aktien steigen trotzdem. Aber da ist etwas möglicherweise im Busch, was da auf uns zukommt. Das wird sich dann noch zeigen müssen. Ich wünsche erstmal eine gute Zeit. Wir pausieren jetzt, wie gesagt, Donnerstag und Freitag. Mich sehen Sie dann erst wieder am Montag. Das ist doch mal endlich eine gute Nachricht, dass Sie von mir ein paar Tage erlöst sind. Bis dahin erstmal das Allerbeste und ciao.